Sag mir, was fehlt uns in diesem Moment? Der Pizzaplex! Nein! Ich meine, irgendwo hast du recht. Ja, das fehlt uns wirklich. Aber darum geht es nicht! Normalerweise sind wir zu fünft, Leute. Jemand ist verschollen. Oh! Music Man! Gregory! Ich rede von Gregory, mein Scott! Oh! Es gibt nur zwei Möglichkeiten in diesem Fall. Entweder er wurde von einem von euch verstümmelt und lebendig verspeist, oder er ist weg. Aber eure suspekten Gesichter sagen mir was anderes. Chica. Ich weiß gar nichts. Ich habe den ganzen Tag Müll gegessen. Frag Roxanne. Wow, warum denn ausgerechnet ihn? Als ob ich den essen würde. Ihr braucht wohl einen kleinen Anreiz. Keine Pizza mehr für euch, bis wir Gregory wieder haben. Keine Pizza mehr? Freddy, ich esse dieses dämliche Kind, wenn du mir meine Fleischsoße verbietest! Warum sind wir überhaupt die Schuldigen? Ist er nicht dein, Bulk? Es ist Neid. Was? Stimmt doch! Ihr seid nur neidisch, weil ihr kein menschliches Pokémon habt wie ich, also habt ihr es gestohlen! Freddy, nutz deine Denkmurmel! Vielleicht war es, Monty. Andererseits hätte Roxanne ein Snack gebrauchen können. Und nein, das wäre wohl eher Chica. Ich weiß nicht wie, aber ich schwöre bei Scott, wenn ihr nicht sofort rausrückt, werde ich FNAF 1 noch einmal... Hallo? Hört mich jemand? Ist da draußen irgendwer? Hallo? Bitte, helf mir! Heiliger Scott! Oh nein, jetzt ist Schluss! Es schmerzt so sehr! Hallo, Freddy Fazbear's Pizzeria. Kann ich helfen? Nein. Oh, dann haben sie sich wohl verwählt. Nein. Okay. Hahaha. Ah, frech! Hallo, Freddy Fazbear's Pizzeria. Kann ich helfen? Ja. Oh, Scott sei Dank. Der letzte Anrufer war etwas unhöflich, aber Sie klingen so nett. Ja. Unglaublich viel netter. Sie lachen sogar wie der Weihnachtsmann. Sind Sie es? Ja. Wirklich? Oh, wow. Ich kann nicht glauben, dass ich mit dem Weihnachtsmann spreche. Sie müssen wissen, ich war noch nie so artig wie jetzt. Echt krass. Hallo? Noch dran? Ach, Mist. Ah, zum Glück bist du zurück. Nein. Was? Ahoi, Freddy! Kannst du mir vielleicht kurz bei der Toilette helfen? Sie entert uns gerade! Was machst du? Also zuerst hat so ein unfreundlicher Typ angerufen, dann ein netter, scheinbar der Weihnachtsmann und gerade habe ich keine Ahnung. Er ist es. Hallo? Ja? Ich weiß genau, wer du bist! Lach du nur, du selten dämlicher Küstenschiffer! Lach so viel, wie du willst! Sobald dieser Captain mit dir fertig ist, reicht die Planke nicht mehr! Das war's! Du bist tot! Hörst du mich? Tot! Nicht, wenn ich dich zuerst finde, Foxy. Das dritte Spiel, das ihr spielt, heißt Verstecken. Ihr kennt die Regeln. Warte, wie erwachen wir jede Runde neu zum Leben? Hör auf, logische Fragen zu stellen. Nun, fangt an. So wird Steve nicht sterben! Oh, wow! Du bist wirklich ein schlaues Küchlein! Also, ich könnte dir ein Harvard-Stipendium besorgen, wenn du mich nur am Leben lässt. Wir sind so gut im Verstecken! Ich kann einfach nicht glauben, dass die anderen so dumm sind! Dumme Leute machen andauernd dumme Dinge zur absolut dümmsten Zeit! Aber wir nicht! Oh, solche Idioten. Scheiße. Oh nein.
Handy. Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Geschick dir recht, du Landratte. Ich sollte wohl besser... Meine Damen und Herren, wir haben einen Sieger unter uns. Among Us! Among Us. Among Us. Guten Morgen, Roxanne. Morgen. Guten Morgen, Roxanne. Morgen. Gregory, es scheinen zwei Roxannes da zu sein. Und was jetzt? Roxanne? Ja? Es ist schlimm, Gregory. Wir werden Tests machen müssen, um zu schauen, wer die richtige Roxanne ist. Nur die echte Roxanne wäre stark genug, um beim Armdrücken zu gewinnen. Freddy, das ist dämlich. Wölfe sind agil und landen immer auf ihren Füßen. Das heißt, nur die Ware kann ihr Gleichgewicht behalten. Auch wenn sie fällt, wird schon okay. Was? So funktioniert das nicht, Kleiner? Moment. Wieso schreibt ihr das auf? Durch diesen gut durchdachten und überhaupt nicht spontanen Test konnten wir herausfinden, wer die falsche Roxanne ist. Und die Tücke steckt im Detail. Wie recht er doch hat, Roxanne. Oder sollte ich sagen, Bianca, die Arbeitstiermutter von der Bestseller Five Nights at Freddy's Novel Gummibärchen Engel. Ihr habt mich ertappt. Aber freut euch nicht. Ich komme wieder. Nein, kommt sie nicht. Herzlichen Glückwunsch, Roxanne. Du bist offiziell unschuldig. Freddy, hast du meine Haarbürste gesehen? Ihr habt mich nie gesehen! Willkommen zum zweiten Spiel. Ihr müsst erraten, welche Plattform aus starkem oder schwachem Material besteht. Ihr habt 2 Minuten, um die Brücke zu überqueren. Los! Dingeli-dangeli-du, das schaffen wir in Nu. Wie macht er das? Seht ihr, Freunde? Alles, was man machen muss, ist die zu nehmen, bei der man denkt, dass sie falsch ist. Das nennt man umgekehrte Psychometrie. Komm schon, welche denkst du ist die richtige? Wartet, ich weiß es. Das schwache Glas sollte sofort zerbrechen, wenn ich meine krassen Bars bei hohen Frequenzen droppe. Oh, Boris. Ich werde schon wieder gewinnen, Boris. Weißt du warum, Boris? Ich schwöre, wenn du deine Backen nicht hältst. Ich schummel werde, Boris. Der hier ist für dich, Kollege. Among Us. Irgendwem klar, was der Typ gerade gemeint hat? Nein, gar nicht. Momentchen, Leute, ich weiß, wie man sie unterscheidet. 1997 habe ich einen Glasmacherkurs geleitet. Wenn man das gehärtete Glas vom richtigen Winkel betrachtet, kann man den Unterschied der Reflexion... Die haben sicher alle eine 6 Mios bekommen. Wir aber wissen ganz klar, was das Richtige ist. Oh, Poseidon, gewähr mir Gnade. Na? Du willst nicht. Fly me to the moon and let me play among us. Der Sieg gehört wieder bei dir. Die gegebene Zeit ist um. Tschö. Wirst du schon wütend, Monty? Natürlich nicht. Wenn du weiterhin solche Wutausbrüche hast, wird Officer Vanessa dich ersetzen müssen. Und das kann sich nun wirklich niemand von uns wünschen. Wie sagt man so schön ein bisschen? Blut ist gut fürs Blut. Willst du, kleiner Scheißer, jetzt mal endlich damit aufhören? Ich hau ihm die Nuckel zwischen die Rippen. Monty, das ist nicht der Sinn dieses Vorhabens. Versuch mal anstupsen. Stups. Monty, reiß dich zusammen. Monty? Wie fühlst du dich? Ich habe Frieden gefunden.
Ihr habt mich erleuchtet, junger Freddy. Bursche. Namaste. Oh! Du kleiner... Mein kleiner Zeh! Ich sterbe gerade! Heiliges! Freddy, was ist... Gregory, nein! Alles klar, Mädels. Ich war so frei und habe alles aufgeschrieben, was wir heute abmachen werden. Dazu zählen natürlich auch die Badezimmerpausen. Schon wieder? Warum bist du eigentlich diejenige, die andauernd die Übernachtungen diktiert? Nun, Präsidentin des Dumme Fragenclubs, es ist meine auferlegte Pflicht, uns Frauen durch die allnächtlichen Eskapaden zu führen, wenn wir uns treffen. Denn das kann nur die Heißeste unter uns. Also, wenn das die Regeln sind, dann bin ich mal so frei und entlaste deine rostigen Hände ein wenig. Denn das kann nur eine Teufelsfrau wie ich. Ha! Wusste ich doch, dass ihr alle blind seid. Ich wette, ihr habt noch nie einen so heißen Zombie wie mich gesehen. Ich hab hübschere Leichen gesehen. Männer sind Frauen in Uniform ausgeliefert. Wenn du im Duden nachsiehst, was heiß bedeutet, findest du mich. Monika, das ist dein Telefonbuch. Aber egal. Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, dass ich die heißeste unserer Truppe bin. Du bist buchstäblich ein Huhn. Was du nicht sagst! Ich weiß ja nicht, Leute, aber ich bin schon ziemlich heiß. Ich frag mich, was die Frauen wohl so machen. Ich wette mit dir, sie machen etwas Langweiliges und Kitschiges, wie sie schminken oder sie spielen Flaschen. Wie haben die Mädchen einen besseren Männerabend als wir? Kann ich euch noch etwas Tee anbieten? Aber sicher doch, Darling. Du bist tot, Junge. Behalt die ekligen Dinger bei dir. Eklig? Du denkst, meine Fingernägel sind eklig? Gregory, das war sehr unfreundlich. Sie wollte mich umbringen. Und grün ist nicht ihre Farbe. Er hat recht. Ich bin hässlich und eklig und grün. Roxanne, du bist nicht eklig. Du bist im besten Zustand und online bist du ein Fanliebling. Du hast recht. Ich meine, schau mich an. Wundervolles Haar, perfektes Gesicht. Ich bin die Beste. Als ob. Oh mein Gott, er hat recht. Ich bin widerlich. Schau dir diesen Metallhaufen nochmal an. Bin ich ein Wolf oder ein Leopard? Du bist kein Leopard, Roxanne. Leoparden haben Punkte, du hast Streifen. Wie recht du doch hast. Ich habe Streifen. Das macht mich einzigartig. Einzigartig ist nur ein anderes Wort für komisch. Gregory! Du bist nicht komisch, Roxanne. Du hast Style, wie ein richtiger Rockstar. Ja, ich habe Style. Als ob du wüsstest, was Style bedeutet. Gregory, du trägst Khaki-Hosen und ein T-Shirt. Oh, und dann deine Schuhe. Was soll das überhaupt sein? Wer zieht sich freiwillig so an? Wer will denn bitte mit der Farbe beige in Verbindung gebracht werden? War das zu viel? Oh mein Gott! Wer will denn bitte mit der Farbe beige in Verbindung gebracht werden? Weißt du, du solltest beim Abwischen mal endlich die andere Hand benutzen. Oh mein Gott! Schau! Ein Among Us! Von dem Hit-Videospiel! Among Us! Schau, da ist noch einer! Hier sogar noch einer! Nicht zu fassen, diese Among Us sind überall! Oder Amongi? Among Us? Wie auch immer. Krass! Unglaublich, dass Among Us wirklich existiert! Ja, genau wie der Weihnachtsmann! Ja, also in Wirklichkeit ist das leider nicht mehr. Ich brauch's immer, Piep! Hä?
Was? Among Us, Among Us, Among Us, Among Us! Korrekt, euer Ehren! Mein guter alter Freund Freddy ist der Imposter! Was? Der Imposter? Ich bin nicht der Imposter! Er ist wahrscheinlich der verdammte Imposter! Hört mal, meine kleinen bohnenförmigen Brüder! Was? Among Us, 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 Among Us! Among Us! Was? Ihr verarscht mich doch! Lutscher! Wartet, wartet mal, Leute! Ich bin noch hier! Ich steck noch an so einer verdammten dreckigen Rand! Wenn ihr mir helft, poliere ich noch eure Visiere! Hey, wir sind Roboter! Luft brauchen wir doch gar nicht! Ha! Wir müssen uns keine Sorgen machen! Doch, ich glaube, das müssen wir. Ah! Mein eines Auge! Seid gegrüßt, Fassbier und Freunde. Die Formalitäten sind ja nett, aber wer bist du und warum hängt er von der Decke? Ich bin... euer größter Fan! Ich bin süchtig nach Five Nights at Freddy's. Es ist mein Traum, euch zu treffen. Warte, warte, warte. Mach deine Nase wirklich. Ja, sie macht es. Lass uns gehen, du Verquarkte. Scott? Hey, Leute. Mein süßes, kleines Scottylein macht seit 2014 vollkommen freiwillig neue Flachspiele in meinem Keller. Hab ich nicht recht, Scotty? Naja, du hast mich bedroht, also würde ich nicht unbedingt freiwillig sagen, weißt Scott? Du? Scott, muss ich den Meisterwebergriff von nebenan wiederholen? Nein, Ma'am. Guter Junge. Warum hängen wir hier wie Fische im Netz, du dreckige Billkratte? Oh mein Gott, er hat mich angesprochen. Ich wollte euren Segen für mein Traumprojekt, bevor ich Scotty zurück in den Keller schicke. Gott, du hast gesagt, nach FNAF VR wäre es vorbei. Dschungelcamp, Scott! Jedenfalls, ich möchte, dass das nächste FNAF-Spiel sich nur um mich dreht. Ich habe bereits alles geplant. Es wird ein riesiges Freddy-Fazbear-Einkaufszentrum geben mit goldenen Freddy-Statuen und... Das ist so unrealistisch. Nicht mal McDonald's ist groß genug, um eine eigene Mall zu haben. Sei leise, Freddy! Aber das war ein Ja, richtig. Besser wär's, denn wenn nicht... Naja, in meinem Keller gibt es noch 4 weitere Webergrills. Die Brontosauren sind nun bereit für den Akt der... Ich bin unschuldig. Ich verstecke mich vor wem? Ist es Sam Neill? Ist er nicht tot? Weiß nicht. Seid gegrüßt, Herausforderer. Da ist er. Ich hab Staub im Auge. Schweig, Vogel! Nun, Kätzchen, ich fordere dich. Zu einem Rap-Battle! Ich hab schon gesagt, nein! Aber wieso? Bei der Macht des Raps, ich zwinge dich dazu! Bones, Kollega, Sido, Bushido, Contra K, AK außer Kontrolle, Haftbefehl! Ja, ich hab ehrlich gesagt gedacht, er steht weiter hinten. Wollt ihr mal helfen? Komm her, mein Kleiner! Sie bleibt stehen. Genau, Gregory. Wir sind nicht länger in ihrer visuellen Reichweite. Bist du dir sicher, Freddy? Absolut, Gregory. Da bist du ja! Was? Wo bist du hin? Nur für Personal. Wie? Wer will Süßes? Schnell, Gregory. Du wurdest ertappt. Ah, dieses Kind. Ich verstehe es nicht. Gregory, so unmöglich es gerade auch scheint, ich glaube, wir können Chicas phänomenalen visuellen Fähigkeiten entkommen. Schockstarre. Gregory! Was? Wie? Gut gemacht, Superstar. Ja, das war total einfach. Booyah! Ich wollte schon immer mal ein Kind schlagen. Gregory, benutze deine Fastwatch, um zu sehen, wo wir sind. Okay. Wenn du auf deine Fastwatch siehst, kannst du sie benutzen, um Zugriff auf diese Fastcams zu bekommen. Klar, Freddy. Drücke E zum Abschluss deines Fastcams.
Gregory, pass auf. Sie haben einen Fersbewegungssensor. Dann lass uns sicher gehen, dass wir nicht durchlaufen. Gregory, jemand hat gerade den Fersalarm ausgelöst. Schnell, nutze deine Fers-Tasten, während du Fers-Shift drückst, um schneller zu sein. Freddy, was soll das? Gregory, es tut mir so leid. Das war der einzige Ausweg. Es tut mir so leid, Gregory. Gregory, ich habe eine Idee, wie wir entkommen können. Wie? Du solltest deine Fersarme benutzen, um dich in diese Fersrutsche zu zwängen. Und dann benutzt deine Fersbeine, um mit einem Ferskick die Ferstür zu durchbrechen. War's das? Nein. Da seid ihr ja! So viel zum Thema Fershilfe. Es tut mir so leid, Gregory. Lass uns gehen. Nutze die Maus, um in beide Richtungen zu schauen, während du die Fährstraße hörst. Kokliko ist eine Farbe. Guten Morgen, meine Liebste! Was? Wo bin ich? Du bist im Circus-Baby-Himmel! Überrascht mich meine eigene Intelligenz. Ich will zurück in mein Paradies! Ausgerechnet jetzt versuchst du mal nützlich zu sein! Gib es mir sofort wieder zurück! Siehst du, wie wütend ich bin? Nein, ich zeig es dir! Freddy, was ist los? Sei leise. Wer hört dich sonst? Wen meinst du? Hör mir zu. Es geistert in dieser Pizzeria ein dunkler Schatten herum. Schau auf Bonnie! Bonnie? Ja, Bonnie! Wenn ich den Tisch putze, ist er da. Wenn ich meinen Zen messe, ist er da! Wenn ich allein im Dunkeln bin! Irgendwie nicht. Seitdem habe ich Angst, dass er irgendwann wieder auftauchen wird. Was? Na hallöchen! Richtig geile Nacht haben wir heute, wa? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Bock auf ein geiles Stück Mafia-Torte. Ah, da ist Berliner! Wer zur Hölle ist diese Frau? Was ist das, eine Art Squid Game? Wir spielen gleich Ochs am Berg. Leicht verändert. Die erste Person, die erfolgreich die Ziellinie überquert, der Gewinner bekommt außerdem einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Oh, oh nice. Das ist mein magischer Preis. 3, 2, 1, los. Wow, Alex, ich werde mir den Gutschein holen. Sieh mich an, Alex. Siehst du, wie schnell ich bin? Alex, Alex, hey, Alex, 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 Alex. Schnell, rennt alle weg. Das ist sicher eine gute Idee. Von dem 15 Euro Amazon-Gutschein kannst du dich schon verabschieden, Boris, weil ich gewinne ja nicht! Pappalapap! Tatsächlich halte ich den Weltrekord als schnellster Fuchs der Welt! Und schnellster Pirat der Welt! Wer sich so spät noch bewegt, ist ganz schön doof, stimmt's, Bonbon? Rede mit mir, Bonbon! Komm schon, junges Fräulein, ich kann dir sicher beim Lernen helfen. Scheint so, als wären nur noch wir zwei übrig. Ich hab genug Zeit. Ihr habt noch 10 Sekunden. Ich hab ein Problem. Gewonnen! Cheater entdeckt. Was? Du hast gegen mehrere Regeln verstoßen. Oder wie man auch sagt, Cheater haben kurze Beine. Das Sprichwort geht komplett anders. Wer bekommt jetzt wohl den 15 Euro Amazon-Gutschein? Ich?
Hey, Leute! Schaut mal her! Oh mein Gott! Die haben Lösegeld falsch geschrieben! Reiß dich zusammen! Wir müssen das Geld bezahlen! Hallo? Sie haben sich verschrieben! Hast du das Geld dabei? Klar! Hey! Ich bin viel mehr Geld wert! Oh mein Gott! Baby, was tust du? Doof. Erhöht das Lösegeld! Ich bin langsam zu alt dafür. So ist es besser. Wir mussten extra einen Kredit aufnehmen. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, meinen eigenen Wert zu kennen, okay? Verarscht! Ei? Aha, Boris! Da bist du ja, mein alter Freund! Komm, Boris, lass uns wieder nach Hause gehen, Boris! Boris? Ich bin nicht Boris, du Landratte! Ich bin Foxy! Puh, Boris, du gewiefter Schlinge! Netter Versuch! Deine süße Wolfsnase erkenne ich doch sofort! Nenn mich nicht Boris, du Taugenichts! Was willst du von mir? Hey, Rika! Au! Verflucht! Warum bist du so wütend, Boris? Du mochtest den Heurika-Witz doch immer. Mein Kind, du bist gar nicht Boris. Weil ich es nicht bin! Du bist ein Witzbold, Boris. Ich bin nicht Boris! Du bist lustig, Boris. Wenn du mich noch einmal Boris nennst, schlitze ich dich auf wie eine Makrele. Boris! Was? Nichts. Warum, Poseidons Willen? Verschont mich! Es wird Zeit, nach Hause zu kommen, Boris. Wendy, ich hab dir doch gesagt, dass du keine Tore beschwören sollst. Sorry, Dämon. Du kennst sie ja.